Miep, miep, miep. Hallo, zurück zur Mafia. Wir wollen jetzt uns um die Drogen hier kümmern. Dazu reden wir mit Big Jim. So, Big Jim ist hier irgendwo in der Ecke. Oh, 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 oh. So, wo ist er? Gucken wir mal. Hier steht hier Mike. Wo ist er? In irgendeinem. Hallo, hallo? Achso, hier drin. Ja, oder er angelt? Nee. Hier? Nein. Oh Mann, müssen wir irgendwo von der anderen Seite rein? Hallöchen. Ah, hier, okay. Ja. Ich möchte mit dir sprechen. Na, so big ist Big Jim aber gar nicht. Sind Sie Big Jim? Detective Jim McCormick. Gut, oh. Detective. Ich höre, Sie haben ein Problem mit Marcanos Drogengeschäften im French Ward. Mann, die ganze Stadt hat dieses Problem. Sein Untergebener Doc Gaston hat sich eingegraben wie eine beschissene Kakerlake und pumpt die ganze Stadt voll Gift. Von wo aus operiert Doc Gaston denn? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon eingebuchtet. Der größte gottverdammte Drogendealer in dieser Stadt und keiner weiß auch nur das Geringste. Das passiert oft, wenn der Name Sal Marcano fällt. Zum Teufel mit Sal Marcano! Der beste Hinweis, den ich habe, ist, dass einer von Gastons Lieferanten in die Stadt kommt und sich mit einem von Gastons Männern treffen wird. Ich komme nicht näher ran, aber Ihr Freund sagte, Sie könnten gut Informationen aus Leuten rauskitzeln. Ja, das kann ich. Mal sehen, was ich tun kann. Sie keine Scheu, unter Doc Gastons Jungs ein bisschen aufzuräumen, ist vielleicht der einzige Weg, sie zum Reden zu bringen. Okay, so, wir müssen ein paar Straßendealer hier klar machen. Und lass uns mal gucken, sind die schon markiert? Lass mal eben sehen. Aha. Okay, erstmal Information, ne? Locker bleiben. So. Ah, wir hätten gleich da hinten. Oh, da steht noch mein anderes Auto. Ja, okay, ich bin ein bisschen verschwenderisch. So, jetzt lassen wir gucken, dass wir vorne mal kurz befragen. Wer ist denn da eigentlich alles? Alle. Hey, gleich so freundlich. Ja, dann. Mal kurz rein und sag, hi, wie geht's, ne? Alles gut? Ziff-Zaff. Ziff-Zaff. Oh. Oh, jetzt hier mit einsteigen, komm. Ich will mit einsteigen. Schaff mir dieses Arsch noch vom Hals! Nee, ich dein Arsch bleibt genau da, wo er ist. Moment! Oh. Wer hat dich denn eingeladen? Du erzählst mir jetzt was über Doc Gastons Geschäfte. Großer Gott! Du bringst uns doch beide um! Mach's Maul auf, heute ja. Noch! Die verraten mir doch nichts! Ich bin verfluchter Niemand! Jetzt spuck's aus, verdammte Scheiße! Was. Genau. Wenn ich das wüsste, ich würde sagen, deine Zeit läuft ab. Wer zum Geier kommt dafür auf? Wir bekommen eine verdammte Tonne Hasch per Boot. Ich verrate euch wo. Okay. Du solltest dir einen neuen Job suchen. Okay, das war der erste. So, mal eben kurz gucken, was markiert ist. Ich habe es nicht gerafft, ob die schon den nächsten Quest hier... Jo, okay. Gleich den nächsten. Müssen wir mal wenden, oder was? An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifdienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifdienst wieder aufnehmen. Ah, ist am anderen Ende der Stadt, ne? Müssen wir ein bisschen
hingegondelt mit der Karre hier. Den Kopf noch gleich hinten reinfahren oder was? Okay, ein bisschen Arsch jetzt zu spät. Ja, komm, lass mich mal durch hier und mach Platz. So. Können wir mal anhalten. Auf dem Friedhof, oh nein. Da waren wir schon mal. Das war auch sehr, sehr blutig. So, er ist stealthy, den kriegen wir weg. Der da drüben sieht ihn auch wahrscheinlich gleich. Hat hier nichts verloren. Ja klar, haben wir das verloren. Zack, piff, puff, chiff, chaff. Verfluchter Mist! Oh. Oh Mann, die haben mich weggeballert. So, da vorne ist wieder der wunderbare... Ups, der wunderbare Friedhof. So, diesmal ein bisschen clever. Sind das nur die drei? Ja, es sind wahrscheinlich mehr, aber ich baller die so. Das ist schließlich bei der Mafia. So, wen haben wir noch? Ach, da kommen noch ein paar. Okay. Oh, hey. Kann ich auch. Nein, da ist er. Hier kam eine Meldung rein über einen bewaffneten Farbigen, männlich, im Fremdsprach. Rutsch rüber. Was soll denn das? Wie zieht Dr. Storm seine Drogengeschäfte auf? Antworte, Junge, wir haben nur noch einen Reifen. So, dann fahren wir hier mal ein bisschen gegen den Verkehr. Oh Mann, wir haben schon ein richtig kaputtes Mistauto. Oh nein, nimm ihn! Nimm den verfluchten Waffen! What? Oh nein, jetzt wird's halt echt ein bisschen dirty. So, wo ist denn der gute Befrager? Okay, wir haben ihn verloren. Das ist echt doof gelaufen. Das war jetzt Grand Kack. Na gut, aber ich sag's mal so, der gute... kommen die hinterher, ne? Okay, also ich muss mir irgendwie meine Karre holen. Schick mir eine neue Karre ins French Ward. Bleib hier. So, und der Mist ist, dass ich jetzt jemand anderen noch befragen muss, oder? An alle Einheiten, Verdächtiger gesichtet. Ach Leute. So, wen möchte ich befragen? Ach, den kann ich immer noch befragen. Ne, das ist ein anderer. Okay. Hier kommt die richtige Polizei. Alter, haben die mir schon wieder die Reifen kaputt geschossen? Und ja. Weil die sind wirklich schnell. Ach, shit. Und den nächsten. Ach, das wird schwer. Einmal die Cops am Arsch. So, lass uns aussteigen. Mal gucken, was wir machen. Nichts können wir machen wahrscheinlich. Lauf, 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 lauf. Ja, die Kräuterpolizei kommt da. Ups. So. Ich lauf mal hier in so einen Hinterhof. Die sind bestimmt ganz dumm, die Polizisten. An alle Einheiten. Code 60.
schon her! Kacko, ich will den Typen nur befragen. Tausend Leute stehen herum und wollen mich killen. So, bleib hier. Ich befrage dich. Du und ich, wir machen jetzt eine kleine Spritztour. Moment, wer hat dich denn eingeladen? Wie zieht Dr. Storm seine Drogengeschäfte auf? Der Verwaltungsrat sah sich um. Oh, der arme Teufel hatte doch nichts mit uns zu tun. Und, naja... Ja, ich weiß, was ich Ihnen vorbiete. So, wir fahren auf der richtigen Seite, das ist nicht gut. Das mag der ja. Ich habe Sie hier gebeten, um uns aufzuklären. Hier ist er! Kommt her! Lass mich aussteigen! Lass mich aus! Nicht so schüchtern! Lass was hören! Ansicht, das Auswahlverfahren sei nicht offen. Ich muss doch bitten. Ich sag dir, was ich weiß! Nichts! Hältst du das hier für ein Spiel? Na schön, scheiß drauf, bring mich eben um, mir doch egal! Na, ich weiß nicht, ob dir das so egal ist. An alle verfügbaren Einheiten, wenn ihr wollt, dann wollen wir das nicht unserem Affen. Sie bringen das mir immer in ein Geheimversteck. Lass dich hier nicht mehr blicken. Okay, tschüss. Soll ich mich die Kopf noch abhängen? Mit der Kappe, oder? Wissen, was sie sich da dabei wünschen. Damit schreibt sich nichts weniger als Gleichmacherei ein. Wenn wir uns auf einmal alle aufzulaufen, die Rechte gekommen sind, schlauer hier reinzufahren. Ich weiß es nicht. So, dann lass wir rauskommen. So, und raus hier, komm. Oh, die sind nicht doof. Oh, ich dachte, ich könnte die verarschen. Ah, das war wohl nichts. Komm. Oh. Wir haben auch kein... kein gutes Auto. Ich brauche ein Auto in Point Verdun. Bin dabei, ja. Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Regenwolken sind etwas unglaublich. Da kommt er. Hier, komm hier, Junge. Nicht da hinten hin. Ah, Äffchen. Komm, lauf. Ah, aktiv. Scheißendreck. Danke. Okay, aber pass auf dem Rückweg auf dich auf. Brauchen Auto. An alle Einheiten. Der Verdächtige ist in ein Fahrzeug gestiegen. Oh, das Fahrzeug ist nicht das schnellste. Das wäre die rote Rotmaschine. Okay, komm. Da kriegt jeder was ab. Und wenn das nicht passt, der darf nicht mal sagen. Ah, guck mal, die kippen mich sofort. Ey, so ein Scheiß. Brauchen wir schon die erste Straßensperre? Ich steig nicht raus. Das ist ja nichts. Nein, nein, nicht kaputt gehen. Nein, nein. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtiger gesichtet in Frisco Field. Komm, geh da rein, Junge. An alle Einheiten, Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Okay, das Auto ist vielleicht irgendwie cooler. Ja, so super geil, das ist auch nicht. Und wie komme ich hier raus? An alle Einheiten, Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Komm, die können doch nicht immer gleich sofort meinen Reifen kaufen. Kann doch nicht sein. Diese kleinen, miesen Cops. Alter, ist ja wie bei Blues Brothers. So, ich muss jetzt hier mal... Ah, verloren. Ja, bitte. Ich steig aus.
und hau schön ab. Vielleicht, ja, die sind echt richtig doof. Wenn die einen Spruch kriegen, ja, okay. Ich hole mir ein neues Auto. Komm. Ich bin in Frisco Fields und ich brauche was Neues zum Fahren. Bin dabei, meine Junge. Freunde. Ich lass mich schon mal warm laufen. Was haben wir denn für ein Problem hier mit mir? Okay, jetzt ganz, ganz entspannt dahin fahren. Dann gucken wir mal. Ersatzheiße Reifen, wie bestellt? Das ist eine große Hilfe. So. Jetzt lass uns mal kurz gucken, weil ich habe gar keine Ahnung mehr, was wir hier markiert hatten. Vollstrecker schon. Okay. Was haben wir denn hier zwischendurch noch alles? Das sind kleine. Was ist das? Ah, das sind diese Drogendinger. Ich weiß gar nicht. Oder wir machen das zuerst, lassen wir gucken. Eigentlich sagt die Map ja. Erledige die Vollstrecker und dann die. Ah ja, und dann die einzelnen Dinger. Na gut, dann holen wir uns erstmal die Vollstrecker. So. Oh, falsche Richtung, falsche Straße. Ah, ich krieg einen Vogel, Leute. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt mit Verdächtigem verloren. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Ach komm, bin doch da aus Versehen mal gegengefahren. Als das hier schlimm. An alle Einheiten, Verdächtiger so. Außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Sehr gut. Ich hab nämlich schon Auftrag, Mann. Alter, was ist denn das für eine Karre? Wie geil! Oh. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Es tut mir leid. Ich habe wieder einen unschuldigen Menschen vernichtet. Ja, cool, auf dem Weg zum Vollstrecker so viel Chaos angerichtet, dass die Box wieder abgespackt ist. Ätzend. Jetzt müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich super weit da noch hinzufahren, oder was? Da ist er. Wir sind mal, by the way, überhaupt gar nicht ausgerüstet. Wenigstens noch mal kurz eben den Kollegen anrufen, dass er mir was bringt, was Schönes. Bin gleich da. Der ist ja immer schnell da, der Typ. Komm, mein kleiner Vogel. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Okay, Moon immer. Und ich brauche auch hier schön lecker Mittagessen. Gut. Nö. Geh sorgsam damit um. Schau jetzt. Ja, mach ich. Alles gut. Tschö. So, dann fahren wir mal eben hin. Ja, Mensch, du musst es jetzt hier natürlich herfahren, ne? Ja. Auf die Hupe hören die natürlich mal gar nicht. So, der Panzerwagen ist jetzt hier weg, ne? Ja. Hier war letztes Mal das Chaos. Voll abgespackt das Ding hier. Naja. Okay, angekommen. So, mal gucken, wie wir die hier ärgern können. Oh. Okay, ist der schon dabei? Nee. Nee, nur der da hinten. Den können wir uns ranschleichen, würde ich mal sagen. Sorry. Ich schwöre, dass ich was gehört habe. Ich auch. Knuff. So, Number One. Und da hinten ist der Wachposten. Da steht keiner mehr drin.
um die Ecke, das geht schon noch. Ich hab nicht aufgepasst! Ich brauche hier deine Hilfe! Scheiße! Ich hab nicht aufgepasst! Verdammt! So, so sieht's aus. So, Kohle mitnehmen. Ah, das können wir gleich abfackeln. Gut. Message. Okay, das Zeug fackeln wir ab. Ciao.